Liebe Freunde, heute machen wir etwas ganz Besonderes und zwar, wir testen heute kulinarische Süßigkeiten-Speisen aus USA und Japan und verteilen dort Punkte. Richtig oldschool, aber ich habe gesehen in einem Interview, dass du Süßigkeiten magst. Oh ja. Deswegen, perfekt. Wir haben hier uns was bestellt. Achso, für die Leute, die dich noch nicht kennen, weil du bist ja... Also ich komme von TikTok, aber ich bin jetzt neu auf YouTube. Geil. Ich lade hier meinen qualitativen Content hoch. Hier ein Steckbrief von Nadine. So, wir haben... Japan. Wir haben... USA Candies. Guck mal, wir zeigen einfach mal. Wir halten die Sachen auch immer schön nah in die Kamera dann später, damit ihr sehen könnt, was wir hier essen. Vielleicht kennt ihr ein paar Sachen, ne? Vielleicht auch nicht. Und ich bin gar kein Süßigkeiten-Boy, so, ne? Ich esse eigentlich gar keine Süßigkeiten, außer ich bin in Singapur und es gibt nur Süßigkeiten. Wir bewerten von 1 bis 10. Und ich bin mal gespannt, ob wir denselben Geschmack haben. Mhm. Weiß ich nämlich nicht. Du isst nicht scharf. Ich hasse scharf. Ich liebe scharf. Isst du gerne süß-sauer? Ja. Okay. Isst du gerne Essig? Sauer? So Balsamico? Hm. Ja. Ja. Egal. Scheiß drauf. Wir essen Süßigkeiten. Ich sehe schon, du willst loslegen. Okay. Guck mal, wir legen das jetzt weg. Und jetzt darfst du was raussuchen. Aha. Sie greift nach USA. Toxic Waste. Nuklear Sludge. Ich hoffe, das ist scharf. Sour Sherry. Ultra Sour. Oh, das kann ich nicht. Boah, das stinkt richtig eklig. Nö, riecht ganz normal. Okay, das ist ja schon so richtig verschimmelt. Nimm die andere Seite. Sieht aus, als ob da schon jemand abgebissen hat. Ja, ne? Okay, es riecht doch eklig. Okay. Das ist gar nicht so sauer. Das ist gar nicht sauer? Okay, doch ein bisschen. Doch ein bisschen. Doch. Boah. Immer Center Shock ist viel schlimmer. Oh. Oh, nee, das schmeckt aber wie, dass es nicht mehr gut ist, ne? 2021. Geil. Nee, Spaß, 2024. Also genießen tut man es halt nicht, ne? Nee, das hat so einen ganz komischen Eigengeschmack, so einen ganz komischen Nachgeschmack, der mich so ein bisschen an... Was würde ich draußen rumlaufen in der Natur? Mhm. Dann sehe ich so Blume. Ja. Und ich so, ah, cool, Blume. Mhm. Und dann beiße ich in diese Blume rein und denke so, ah, ist ja gar nicht essbar. Mhm. So schmeckt das. Okay. Nee, von mir 2 von 10. Ja, 2 von 10. Krass, okay. So, jetzt haben wir das hier. Etwas aus Japan, ja? Lava Bites. Okay, ich hoffe, das ist scharf. Ah, das ist so ein Cookie, was man so beim Kaffee dazu bekommt. Ich wollte schon anfangen. Sorry. Alles gut, wir beißen rein. Ich find's kann man geil. Essen, ja. Das ist so ein Ding, wenn wir Kaffee, wir sagen mal, wir gehen Kaffee trinken, mhm. Ja? Und ich so, bin dann so, isst du das noch? Weißt du, so lecker ist das, finde ich, dass ich dann deins noch essen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das andere noch gerade schmecke, weil es ist dieser Strawberry-Geschmack schon so sehr. Also der Keks ist lecker, aber diese Füllung. Ruprecht einfach. Was machst du hier? Kennst du ihn? Ich auch nicht. Ich dachte, du bist noch in Japan. Mhm. Aber Ruprecht gerade hier. Ey, willst du mitdrehen? Ist random, dass du hier bist. Oh mein Gott! Was geht? Du putzt hier. Ach, die Fresse. Wer hat dich eingeladen, mein Lieber? Ich war hier einfach am Spazieren. Das ist ein Serienmörder. Oh Gott. Danke. Spiel mit. Willst du mitspielen? Womit? Wir essen Candies. Boah, ja, voll aus geil. Japan. Du warst aber in Japan. Ja, ich war da. Ich kann alles erzählen. Okay. Krass, wir haben jetzt ganz zufälligerweise einen neuen Menschen hier kennengelernt. Ruprecht. Hi. Mm. Das ist der liebe Ruprecht wieder. Ja, guck mal. Nadine und Ruprecht und Santa. Wir sind, boah, jetzt eine Sitcom würde ich fühlen mit uns. Wäre schon irgendwie süß, ja. Ey, krass, guck mal hier. Wir haben nämlich das hier gerade gegessen. Mhm, okay. Schmeckt gut, oder? Ja? Warum guckt ihr mich so an? Was ist damit? Was ist denn jetzt damit? Das hat Nadine gebacken. Ich würde jetzt nichts Falsches sagen. Ja, ja. Boah, das ist echt lecker. Das ist echt lecker, ja. Wirklich? Hast du es auch so eingepackt? Ja. Nee, das ist nicht deine Verpackung. Welche Note gibst du? 3 von 10. Hab mich jetzt nicht abgeholt. Echt? 3 von 10? 4. Aber sie ist Süßigkeiten-Profi, deswegen... Mhm. Das ist halt keine Süßigkeit, das ist halt Snack. Das ist ein Keks. Ich find's, also ich würde sagen, das ist eine... Schon so eine 7. Ja, ich würde auch 7 sagen, ja. Eine 7 passt. Okay. Eine 3 ist schon sehr, sehr, sehr wenig. Nadine darf eins aussuchen hier. Aber das hier ist japanisch und das USA? Genau, okay, ja. Okay, ich hab's an der Flagge erkannt.
Okay. Die habe ich alle schon gegessen. Ah, die ist die Fische. Fische? Fische. Aha. Swedish Fish Tropical Edition. Boah, das stinkt schon, dieses Dings hier. Was ist das? Ach so. Das stinkt übel. Ja, stimmt. Das stinkt nicht. Doch, das stinkt. Nein. Doch, das stinkt. Okay, es riecht doch eklig. Das stinkt, habe ich auch gesagt. Wie ein Stück Scheiße. Ich habe es in meinen Mund gesteckt. Ja, ich habe schon weggetan. Hast du schon? Ich habe schon. Ach, du hast. Oh, das sieht gut aus. Kennst du diese Weingummis? Weingummis, ja. Ja. Gummibärchen. Das sieht so aus. Nee, Weingummi. Oh, das sieht aus wie so eine schöne Forelle. Hier, du kriegst weiß und ich nehme rot. Mhm. Cheers. Cheers. Oh ja. Ja, finde ich geil. Ja, aber sehr klebrig. Mhm. Wie diese Schlümpfe, diese Süßigkeiten-Schlümpfe, die blauen. Oh, ich habe mir das so einen Eimer gekauft davon. Die sind so geil, ne? Ja. Ich habe die kompletten Eimer reingelöffelt einfach. Mhm. Boah, nee, du musst die in die Sonne stellen, dann wird das so ein ganz großer Klumpen. Und dann Eis. Nee, nee. Hä? Dann gehst du damit in die Sauna und schmierst dich selber damit ein. Ach, oh, mega Idee. Davon könnte ich richtig viele essen. Ich würde sagen 8 von 10. Mm-mm. Ich würde 5 von 10. Würde ich auch sagen. Ist schon so eine 5 von 10. Ist nicht so geil. Beide einfach kurz Dieter Bohlen geworden. Tut mir leid. Wir haben jetzt 3 gegessen. Jetzt wieder USA dran. So, du darfst was raussuchen. Mhm. Den nehme ich. Aber wir haben keine Bohnen mehr. Jelly Belly Bohnen! Okay, Jelly Beans kennen wir alle. Ja. Also ganz ehrlich, weißt du, du bist jetzt ganz kurz so spontan als Gast gekommen und du holst das Langweiligste raus. Ja. Yeah. Wow. Letztens diese Jelly Beans gegessen, die so nach Kacke schmecken und Gras und so. Und also Gras, also der Rasen dann. Ah, ja, ja, ja. Ach so, ja, stimmt. Ich wollte gerade schon drehen. Und das hat so nach Wiese geschmeckt, ich war richtig raus. Echt nach Wiese? So richtig, als ob du wie so eine Kuh da so reinbeißt. So. Und die Kotze? Wie Kotze und Popel und so. Die Kotze hat wie Kotze geschmeckt. Ja. Ja, so. Aber die sind jetzt normal, oder? Die sind normaler, glaube ich. Okay. Du hast grün, das ist Green Apple. Ich habe blau, das ist Blueberry. Und weiß? Kotze. Kotze-Nuts. Prost. Prost. Ja, Jelly Beans, ne, kennt man. Geil. Auch nicht so mein Ding. 8 von 10. 8? Ja, meins war richtig so lecker. Viel? Wow. Aber die haben dieses Magische nicht, was mir dabei Bohnen fehlt. Oh, shit. Och, Junge. Das tut mir so leid. Mhm. Willst du mal ächzen? Die ganzen Bohnen? Mhm. Dann kotze ich aber mies. Und das schmeckt alles? Schmeckt genau gleich. Ich glaube, das sind nur die Farben. Ich hole was raus jetzt hier. Ich greife einfach blind rein. Chips. Japanische Chips. Bist du eine Chips-Esserin? Ja. Das kam sehr schnell. Bist du ein Kotesser? Mhm. Mhm. Kam auch sehr schnell. Oh, die riechen schon gut. Gar nichts. Doch, der macht mega den Geruch. Ich habe immer noch die Dings in meinem Magen. Ich habe schon angefangen, sorry. Boah, perfekt. Nicht zu salzig, schön knusprig. Nicht so knusprig wie die Rob's Chips. Die sind nochmal knuspriger. Hammer. Die fühlen sich so gelayert an. So als ob man so eine dicke Scheibe reinbeißt. Aber sie ist nur gelayert und sie ist nicht echt. Das ist gut oder schlecht? Ich finde es irgendwie nicht so gut. Boah, ich finde sie sehr. Die sind sehr, sehr geil. Hm. 9 von 10. 9 von 10. Würde ich mich bei anschließen, ja. Sind schon sehr, sehr, sehr geil. Boah, Nadine sagt 4 von 10. Hä? Warum? Die haben keinen Geschmack. Das schmeckt nur nach Kartoffel. Boah. Ist doch geil. Nee, nicht mehr nach geiler Kartoffel. So dieses Layering war ein bisschen weird. Das Layering? Ja, was? Habt ihr nicht geschmeckt? Profi. Es gibt Layering. Richtig Chips-Profi, ja. Layering ist nicht gut genug. Mhm. Okay, als nächstes. Ja, USA, ne? Okay. Mhm. Du das aussuchen, ja. Mhm, das ist ein Tootsie Roll. Tootsie Roll. Tootsie Roll? Tootsie Roll. Oh nee, das riecht komisch. Wonach riecht das? Ich glaube, ich rieche heute irgendwie nicht. Es riecht nach Kaugummibon. Es riecht nach Schokolade, oder nicht? Aber so Kaugummi-Schokolade. Ja, nee, so, ja, schon so, da ist irgendwas drin, Karamell oder so. Mhm. Ich spür's. So, du kaust ein bisschen, weiß nicht, ob du schlucken kannst, aber du kannst es schlucken. So nach dem schmeckt es. Hä? Probier bitte mal, warum? Du machst mich nervös. Wäre lustig, wenn der Tisch zerbrochen wäre. Ja. Okay. Toffee. Mh, geil. Ja. Der Abgang ist komisch. Den Abgang finde ich gar nicht so schlecht. Das würde ich mir so ein Latte Macchiato einmal reinessen. Ich finde, es schmeckt so ein bisschen nach Jasmin. Nach Gnu? Die Gnu ist ein Streamer. Nein. Das ist halt so was Kaffee eher mäßig. Ja, hä? Ist doch. Hä? Das ist doch Kaffee. Das ja, aber sie ist die Süßigkeiten-Experte. Okay. Aber fandest du es lecker? Ja. Okay. Würdest du eine geben? 7. Ja, eine 7. Ich glaube auch 7. Ne, 4. Nicht mein Ding. Krass. Sagt derjenige, der immer nach Kaffee stinkt, jeden Morgen. Ich trinke keinen Kaffee. Was ist das denn? Oh, Mochi. Oh, Mochi. Ja, das ist lecker, ja. Okay, kannst du es öffnen? Nee. Achso. Was ist das? Nee, das glaube ich gar nee, nicht. Nee, das essen. Ist für das. Nein, das ist nicht. Das nicht, ist giftig. Was? Nicht auch mal nicht. Mach nicht auch. Hä, das ist Wasabi! Nein, 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 nein. Oxygen! Das ist
ist wirklich giftig. Riecht auch noch dran. Ja, also wie so ein Muffin kriegt man das hier präsentiert einmal. Ja, ich erkenne den Geruch. Beißen wir rein. Das kommt aus Japan. Das ist Seitan. Ich muss mal kurz aufpumpen. Oh, das ist okay. Das ist eine Delikatesse. Ich habe so richtig Kotzreiz gerade. Echt jetzt? Oh nein! Oh shit! Ja, ja, ist Seitan drin, oder? Was ist das sonst? Ich glaube, das ist Sesam. Nein, Sesam sind die Punkte da oben drauf. Nein. Doch. Geil ist es nicht. Aber ey, kotzen muss ich jetzt auch nicht. Ey, wirklich, ne? 8 von 10. Nein. Nein, ich hätte das jetzt ein minus 10 gegeben. So boah, straight oder so eklig. Du bist echt ein Boomer. Wieso Boomer, hä? Du machst nur so die alten Sachen. Wie die alten Sachen, das ist, weil es so abgelaufen ist. Nein, die Sache ist, in Asien, also generell in Singapur, gibt es etwas, das heißt Muazi. Das ist halt auch so, so Reisteig-mäßiges. Das hat so Erdnusspulver drüber und da gibt es auch mit Sesam und das erinnert mich daran. Das heißt, es spielt sehr viel Nostalgie hier mit. Minus 10 von 10. 4. Ja, gut. Also ich habe auf jeden Fall trotzdem Bauchschmerzen bekommen. Ich glaube, wir essen zu viel. Crybaby! Oha, 25 Cent. Meint ihr, die sind noch gut? Die sehen aus, als ob die 20 Jahre alt sind. Krass. Krass. Haben die Cent in Amerika? Ja, oder? Das ist so wie Center Shock, ne? Sieht auf jeden Fall so aus wie Center Shock. Gelb oder blau? Blau ist schon cooler. Blau ist schon cooler, ja. Gelb ist immer so der Außenseiter. Niemand mag gelb. Tut mir leid. Das war nicht so gemeint! Ja, wie denn sonst? Ja, das war so gemeint. Okay, tschüss. Oh. Sauer. Das klingt sehr geil. Boah. Sind das jetzt Kaugummis oder was ist das? Boah, war schon gut sauer. Aber das heißt ja auch Crybaby. Aber, ja, das macht Sinn. Mach das Gesicht. Guck mal, du kannst temporary irritations können auftreten an deiner Zunge, wenn du mehrere isst. Ach so. Jetzt auf eBay verkaufen. Können wir das nicht machen? Das ist doch eklig. Was denkt ihr, wie viel kriegen wir dafür? Nein. Dafür kriegen wir gar nichts. Ich würde zahlen dafür. Ja. Du darfst jetzt was aussuchen. Das will ich noch nehmen. Ich habe das einmal gemacht und ich habe alles nachgespritzt. Sicher? Geht es so? Nee. Kann die aktivierte Aufmerksamkeit bei Kindern nachteilig beeinflussen. Das hier, okay, dass die Verpackung abmachen und dann muss man das in der Mitte runterdrücken. Drück härter, du schaffst das. Komm, mach, drück! Drück! Ihr seid echt schwach, ne? Ja, ich habe auch, glaube ich, mein Handgelenk gezerrt. Oh. Ey, wir sind so Otto. Wir sind so Idiots. Was ist denn hier los? Die machen Japaner. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Warum machen wir das so? Ist das? Kann man das nicht einfach öffnen? Hä, wie so Steinzeitmenschen sind wir gerade so. Ey, wir sind alle so unfähig einfach. Mann. Ich versuch noch einmal. Das kann doch nicht sein. 3, 2, 1. Ja, alles sauber. Alles gut. Wie trinkt man das jetzt? Achso, jetzt hast du einfach ein Loch reingeboxt. Ja, okay. Jetzt ist die Kugel. Ach, das Ding ist da drin, ja. Cool. Okay. Hä? Wonach schmeckt das? So lange genau, ja, okay, die aufzumachen. Nach Traube halt. Ja, ist halt echt nur okay, ne? Voll viel Aufwand für nichts. Schmeckt mehr nach so, weiß ich nicht, nach so Zucker anstatt Traube. Ja, schmeckt so Diabetes mit Sprudel so. Das Geile ist, man kann ja auch gar nicht mehr richtig zumachen halt. Ne? Ja, perfekt. Das war eine 3. Das war für mich auch. Ja, eine 3. Für mich eine 4. Es gibt Schokolade. Try Frozen. Oh, alles verkehrt gemacht. Oh. Oh, das, boah, ist ein Milky Way. Oh nein, so, nein. Was? Nein. Das ist zäh. Das ist richtig Zucker pur. Beiß einfach rein, ja? Ja, Mann. Aber er kriegt nichts so. Ja, ist okay. Ich guck zu. Ist okay. Alles so okay. Hä? Ist alles so 5 von 10. Ja. Schon so eine 4. Ich hole was Japanisches raus. Okay. Und dann ich auch. Oh, One Piece! Oha, lecker! Ah, nee, das sieht aus wie so ein. Waffel. Ja, eine Waffel. Aber es ist so wie so ein Hanuta, guck mal. Ich dachte, wir essen jetzt irgendwelche Leute. Also.
Ach, scheiße. Digga, scheiß drauf, na, am Ende des Tages. Waffeln kommen, Waffeln gehen. Ja. Boah, ein Tattoo! Was? Chunks, du! Ist ein Sticker, oder? Ja, mach das in dein Gesicht rein. Okay. Bitte. Okay. Nutter, ne? Ja, aber halt nicht so süß. Irgendwie geil. Mm, ist ganz geil, ja. Mhm, ist echt lecker. Für mich ist das schon sehr, das ist ein 9 von 10 Snack. 9 von 10 Snack? Mhm. Ja. Das ist so, du wirst dich schon richtig freuen, wenn du da noch einen zu Hause und dann hast. Dann mit dem Sticker eine 10 von 10, oder nicht? Darf ich wo? Ein Glas zukleben? Ja. Du darfst mich ankleben. Nice. Wow, jetzt sehe ich nur noch die Hälfte. Ist geil, oder? Ah, ich finde es sehr geil. Vor allem, wenn einer... Du hast doch gar nicht mal geschmeckt. Du hast so, beiß rein. Ja. Ist geil, ja. Mhm. Konuspik, sehr gut. Tut mir leid, ja, schmeckt wirklich einfach 1 zu 1 wie Hanuta. USA, wer will was ausnehmen? Oh, ich finde so in Amerika schmeckt halt so Traube immer. Grape ist immer ultra räudig so. Ja? Ich glaube, die können Banger werden, ehrlich. Mach mal die Hand auf hier. Dankeschön. Das ist genug, danke, das oh reicht. Shit, bisschen viel geworden. Oh nein, das ist gar nicht geil. Wenn das so hart ist und in den Zähnen so richtig steinig stecken bleibt, dann finde ich das räudig, weil es fühlt sich so an, als hätte ich jetzt so Fremdkörper zwischen meinen Zähnen. Mhm. Das müsstest du direkt. Ich weiß, ob man so Sand isst. Ja, es ist wirklich kacke. Ich hab 4 von 10. Das ist für mich eine 2 von 10. 8 von 10. 8 von 10? Kamst du nicht gerade mit der Sandmetapher? Ja, aber das ist echt so, ich habe es auch früher enjoyed, Sand zu essen. Okay, ja, das ändert alles. Das ändert wirklich alles. Ja, krass. Ja, nice. Niemals hast du Sand gegessen. Habt ihr das nicht gemacht? Nee, nicht, ich habe Ameisen gegessen. Ich war ganz klein und da habe ich mit Ameisen gespielt, weil ich nicht so viele Freunde hatte damals in Singapur. Hast du sie getötet? Nee, ich habe mit denen gespielt. Hast du für die auch so Häuser gebaut? Nee, ich habe so Parcours gebaut. Da konnte ich so hochlaufen. Dann habe ich so mega Ärger bekommen von meiner Tante. Habe ich es immer wieder gemacht, weil ich halt immer noch keine Freunde hatte. Was für Parcours? Was laberst du? Ja, Parcours, dann können die so hochlaufen. Kannst du ja so lenken. Stimmt. Und dann fallen die da runter und sterben alle. Komm, ich nehme mal hier diesen Fisch raus. Wir haben hier so einen Fisch. Okay, mmh, lecker Fisch. Oh, das ist so ein Ding dabei, was er vorne essen wollte. Nicht. Ich mach Wasabi. Nicht auf, mach nicht auf. Nicht auf. Ja, das ist Wasabi! Nein. Das Oxygen. Das Innere ist auch... Ich hab da irgendwie... Mhm. Was ist da drin? Banane? Ja, das ist einfach Puder drin. Ich dachte erst, da wäre Alkohol drin. Ist da Alkohol drin? Nee, aber da ist was. Bauchschmerzen ist da drin. Was ist das denn? Ich hab Bauchschmerzen. Ich dachte, eine Pflanze. Ich find's aber lecker. Mhm. Schmeckt übel nach Chemie. Ja, ich liebe Chemie. Ich auch. Ja. Vor allem, ich guckte nach den Ingredients. So. Ja, alles japanisch. Oh my god. Das ist geil, so eine 7. 8. 8? 0. 0? Ja, da ist irgendwas drin, was richtig giftig ist. Ich merke, schmeckt einfach nach... Zunge. Nein, das ist einfach die ganze Zeit. Ja, das ist ja das Problem, ne? Sie sagt so, ey, ess das nicht. Und wir so, ist doch voll geil, wir sterben halt. Lass das hier noch nehmen. Und dann das hier, das vielleicht. Ja, das ist auch geil. Ja, lass das mal. Wow, Alter, ich dachte, da wären diese Plastikpackung nicht gewesen. Alles fällt aus. Ich nehme blau auf jeden Fall. Mhm, ich nehme grün. Ah. Mhm, Prost. Banger. Er fand auch Banger. Okay, auch jetzt ist lecker, weil ich hatte voll sauber nur. Welche Farbe hast du? Rot. Ich hatte blau, früher blau. Blau gut. Oh, der Nachgeschmack ist ein bisschen fett. Wo? Das schmeckt richtig nach Toilette. Das Rote fand ich jetzt nicht so geil. Ja. Nee, ein Grünbanger. Blaubanger. Ein Blaubanger? Nee, rot gar nicht geil. Nee, rot finde ich auch nicht geil. Blau ist geil, oder? Ja. Boah, blau geil. Okay. Das war eine 8. 9 von 10. Dann nimm doch das hier. Kittyland. Oh, Katze! Oh. Das ist so. Hey, get up right now! Oh, stell dir vor, du bekommst das zum Frühstück. Oh. Das kann ich im Hexen kennen. Oh! Oh. Da steht drauf das hier. Oh, süß. Aber geil mit so einer Glasur, ja, oder? Und schmeckt das nach Freundschaft? Ja. Doch. Mhm. So halt künstliche Erdbeere. Mhm. Aber ist ganz fein. Ich finde es halt süß. Kriegt einen Pluspunkt wegen hübsch. Ja. Mhm. Schmeckt so ein bisschen wie diesen einen Crush, den man damals in der Schule hatte, aber die hat niemals die Liebe erwidert. Und dann siehst du irgendwann wieder nach 10 Jahren und dann denkst du einmal so, ah krass, so verliebt war ich also damals, aber gerade habe ich gar keine Gefühle mehr dafür. So schmeckt es ungefähr. Ja. Okay. Danach fühlt man sich schlecht. Ja. Genau. Und danach ist man recht nachdenklich. Ich bin recht nachdenklich geworden. Okay. Ey, 1 von 10. 1 von 10 plus 1, 2 von 10. Und du? Ich, das war eine 8. Was laberst du? Du? Ich bin so bei 5. Hä? Warum lobst du es dann so? Weil es hübsch ist. Kriegst du ja einen Bonus vor. Nadine als Lehrerin so, ey, was echt grandios. Alle eine 5 in der Schule. Letzte von Amiland. Wähl irgendwas aus. Ich will irgendwas. Das da? Ja.
Oh, was ist das? Hä? Acid? Ich glaube, das muss man mit, nein, das ist kein Acid. Haben wir Acid hier? Wir hätten haben wir Acid hier. Nein. Okay. Schade. Uh-uh. Strawberry, okay, warte, wie isst man das? Was immer mit ist Acid? Das überhaupt? Unsweetened Drink Mix, das macht man in ein Getränk. Ja. Aber ist egal, wir kippen uns das einfach in den Mund. Vitamin C aber, das ist gut. Da ist bestimmt sehr viel Vitamin C drin. Das reicht. Ach du Scheiße. Guck mal, der hat auch was abbekommen. Willst du was trinken? Mein ganzer Mund ist rot. Trink das. Nein. Mein ganzer Mund ist rot. Was? Krass. Wie sieht das aus? Ist das? Oh, mein Mund blutet! Das sieht voll gefährlich aus. Boah, das trocknet den Mund komplett aus. Ultra sauer. Oh, dein auch. Boah, ja. Ich glaube, das sollte man nicht so essen. Wir haben auch alle rote Zungen. Ja, ihr habt nur voll wenig genommen, ne? Ich hab mir eine Packung reingekippt. Aber du hast auch einfach nicht aufgehört. Was war das? Das war echt eklig, ey. Ich glaube, meine Spucke ist bis morgen noch rot oder so. Guck mal, das ist das Letzte, was wir jetzt hier einmal probieren. Und das ist eine Flüssigkeit, vielleicht ist ganz gut, weil unser Mund gerade rot ist. Und das ist jetzt komplett rot geworden. Alles wird Blut irgendwie. Aber meine Zähne, mein Gott, meine Zähne. Shit, das bleibt jetzt so. Oh Gott. Schau mal, wir müssen jetzt damit leben einfach. Man macht das auf TikTok, hätte ich schon öfter gemacht. Was hier? Das ist Content, ja, bei uns. Geil. Ich glaube, diese Zitronensäure hat meine kompletten Zähne zerstört eben gerade. Boah, ich finde das aber ganz geil. Ja. Das ist nämlich auch eine Süßigkeit, die ich damals in Singapur essen musste, weil es nichts anderes gab. Ey. Kulturschock. Ich glaube, das war's. Wir können auch nicht mehr. Wenn wir jetzt weiter essen, dann bereuen wir es. Welche Bewertung hat das, dieses Puder das bekommen eben? Keine Ahnung, gar nicht. Das kriegt eine 7 von 10. Ja. So, liebe Freunde, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ob USA oder Japan mehr Punkte gesammelt hat. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch nicht mitgezählt. Aber hier ist der Punktestand. Wow! Das hätte ich nicht gedacht. Wow. Da wäre ich das auch nicht aufgekommen. Jetzt sagst du, aber es muss authentisch und organisch werden, machst du so, dass jeder von denen zu Nadine rübergeht. Okay, ja, okay. Und ihr einen Follow da lässt, auch wenn es nichts bringt, weil sie eh schon 10 Millionen Follow hat. Okay. Deswegen. Folgt Nadine und Follow da lassen. Yeah! Ihr könnt aber auch bei Ruprecht vorbeischauen. Bitte, er ist ein großartiger Schauspieler. Ja, ich bin Ruprecht. Diese TikTok-Edits durchgehen, nur noch. Ja? Jeden Tag. Aber er möchte noch mehr TikTok-Edits. Ja. Schaut bei Nadine vorbei, bei Julian Bam, bei mir nicht. Bis zum nächsten Mal. Schon, egal. Okay, ja, gut. Ich sag's nochmal, weil es ist jetzt mein Video geworden.